Einen wunderschönen guten Tag, liebe Fans da draußen. Ich möchte mich seit langem mal wieder melden. Es gibt gleich mehrere Gründe, warum ich das tue. Und es hat auch Gründe gegeben, warum ich bisher so wenig wieder an Videos gemacht habe. Ich drehe einfach erstmal nur Videos, weil ich dann irgendwas habe oder es ist irgendwas Besonderes und so weiter. Und nur des Videomachens, nein. Es muss schon Spaß in der Backen machen, oder? Heute ist aber so ein Tag. Nicht, weil der 1. April ist. Und man sich irgendwie vielleicht irgendjemanden, ich weiß nicht, veräppelt oder ähnliches. Nein, das machen wir heute nicht. Es ist kein Scherz, dass ich demnächst viel mehr Zeit habe, um schöne Videos zu machen. Es ist kein Scherz, dass viele, viele liebe Freunde so lieb zu mir waren und so mich, ja, wie soll ich das sagen, beschenkt haben, dass ich mir einer meiner Wünsche, nämlich eine Drohne, erfüllen konnte. Und damit werde ich, wenn die ganzen Formalitäten, Registrierung, Versicherung und alles erledigt ist, anfangen, auch Videos zu machen. Es ist auch kein Scherz, dass heute meine Mannschaft spielt. Und zwar in Bayern. Bayern München gegen meine Borussia. Tja, normalerweise würde ich sagen, den Schwarz-Gelben geht der Stift so und das ist dann immer so, ne? Gegen die Münchner hat es dann normalerweise nicht immer so hingehauen. Ja, es gab auch triumphale Dinge oder in der Hinserie da 2-2 in letzter Minute, den Kopfball vom Modest. Okay, ja, Modest ist Geschichte, das ist ein Platzhalter, okay. Aber ich glaube schon, wir haben eine etwas andere Konstellation. Ne? Wir sind erstmal Tabellenführer. Noch. Ich möchte, dass das so bleibt. Ein Punkt. Das heißt, ein Unentschieden und es tut sich gar nichts. Ein Sieg und die Bayern sehen unsere Rücklichter, unsere schwarz-gelben Rücklichter. Und ich möchte den Hoeneß sehen, wie er wieder vom Stuhl rutscht. Oder weiß der Teufel, was er macht. Ich habe keine Ahnung, aber das möchte ich so gerne sehen. Das ist ein Grund mehr, damit die heute 3 Punkte holen. Nein, Terzin hat das wunderbar gemacht. Die Mannschaft eingestellt. Viele Verletzte sind wieder da an Bord. Wenn nicht jetzt, wann dann? Auch weil da jetzt dieses Taschentuch da, dieser neue Trainer da, dieser Tuchelchen, ja, der unser Ex-Dortmunder. Das ist für mich ein gutes Omen. Ist für mich ein gutes Omen, dass der da heute da ist. Lass den da mal machen. Ich glaube daran. Ich hoffe daran. Ich werde auf jeden Fall morgen dann berichten. Jetzt ist noch die Ruhe vor dem Sturm. Ihr seht, ich habe mein Spezialtrikot, mein Pullöverchen, die Süd habe ich an. Ne? Ich habe meinen Schal, ich habe meine alte, wirklich alte Kappe auf. Hat eigentlich bisher immer Glück gebracht. Und werde mich ganz allmählich darauf vorbereiten. Ich drücke meinen Schwarz-Gelben den Daumen. Ich hoffe, ihr drückt denen auch die Daumen. Und die das nicht machen, lasst es. Lasst es. Auch an meine blau-weißen Freunde da draußen. Seht zu, dass ihr immer wieder Punkte holt. Und zwar Dreier, nicht immer nur in Unentschieden. Ich persönlich fände es gut, wenn er in der Liga bleiben würde, in der Bundesliga. Ja? Alles klar. Ich sage jetzt erstmal nicht mehr April, April. Ich wünsche uns einen tollen Fußballabend. Mögen die 3 Punkte mit uns sein. Und ich sage nur der BVB. Aber sowas, nur der BVB. Bis bald. Hoffentlich habe ich dann immer noch ein breites Grinsen im Gesicht. Alles klar, tschüss.